17 Jahre. Erste Frage, wie war es, um in Endspiel der Pokal zu stehen? Ja, es war was ganz Besonderes und einfach eine Ehre, hier dabei sein zu dürfen bei so einer Kulisse. Ich glaube, das ist einmalig und das werde ich nie vergessen in meinem Leben. Das ist das erste Jahr bei Freiburg für dich. Du kommst von Sand. Ja. Die waren ja auch schon mal im Pokalfinale, aber hier mit Freiburg, mit die Fans, ja. Das ist wirklich toll, nicht? Ja, also mit der Unterstützung. Ich glaube, wir haben die besten Fans im Rücken und ja, das ist auch wirklich krass, dass im Frauenfußball, dass wir so Fans haben und ich glaube, die haben uns halt auch echt angetrieben und ich glaube, es wäre mehr drin gewesen. Ja. 4-1 ist auch völlig übertrieben. Das Spiel war eigentlich ziemlich ausgeglichen, sicher an die Halbzeit 1-1. Ja. Dann glaubt man drin. Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang, wo das 1-0 schon so früh gefallen ist, hat man schon gedacht, oh nee. Aber durch das 1-1 sind wir so stark zurückgekommen und wir hätten noch die Chance auf das 2-1 gehabt. Hätten wir das gemacht, wäre es, glaube ich, anders ausgegangen und Wolfsburg hätte noch mal ein bisschen geschwitzt. Und wie ist es dann mit 44.000 tolle Fans im Stadion? Ja, einfach mega cool, das zu erleben und es treibt einen noch mal an. Man vergisst alles. Und man spielt einfach Fußball und ja, es macht mega Spaß. Und ihr könnt dann in 2 Wochen Revanche nehmen in Wolfsburg, in das letzte Spiel der Liga. Ja, gib nochmal Revanche. Okay, danke. Danke.